In direkter Nachbarschaft zum Elbland-Klinikum in Radebeul befindet sich das Ärztehaus auf der Burgstraße 30. In der dort schon lange ansässigen chirurgischen Praxis haben jetzt 4 Spezialisten aus dem Klinikum die medizinische Versorgung ambulant übernommen. Ein notwendiger und zukunftsweisender Schritt innerhalb der Elbland-Klinikengruppe. Seit Ende letzten Jahres ist es leider aus privaten Umständen der Ärztin, die dort tätig gewesen ist, hat sich so zugetragen, dass wir die Praxis nicht mehr bespielen konnten von den Polikliniken und waren gut daran gelegen, Ersatz dafür zu finden. Und da haben wir lange überlegt, auch mit dem Geschäftsführer der Poliklinik, den Herrn Schippe zusammen, wie wir dann den Praxisbetrieb aufrechterhalten können, weil wir natürlich auch unserem Versorgungsauftrag danach kommen wollen und haben entschieden, dass wir das in Kooperation mit der Klinik machen, dass wir eben auch Ärzte, die in der Klinik tätig sind, eben in der Poliklinik mit einsetzen, um so den größtmöglichen Kooperationsansatz zwischen ambulant und stationär zu schaffen. Vorher war eine Kollegin in der Praxis tätig gewesen, die sich auf Allgemeinchirurgie und Proktologie spezialisiert hat. Und jetzt haben wir 4 Ärzte, die in dem Bohrstraßen-MVZ tätig sind, die in den Bereichen Allgemeinchirurgie, Proktologie, Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie und Orthopädie und Unfallchirurgie tätig sind. Dr. Michael Hohaus ist einer der 4 Chirurgen, die in der ambulanten Praxis tätig sind. Der Mediziner über seine Aufgaben vor Ort und die Vernetzung zwischen Praxis und Klinik. Schwerpunkt von mir ist es hier, die Betreuung der Patienten allgemeinchirurgisch, viszeralchirurgisch und proktologisch, speziell proktologisch. Patienten können sich ganz normal hier vorstellen in der Abpraxis, werden entsprechend betreut mit Leistenbrüchen, mit bauchchirurgischen Problemen oder eben mit den ganzen Problemen der Proktologie. Und je nachdem, wie es sich entwickelt, werden die Patienten hier ambulant behandelt, wiederbestellt oder aber eben auch dann bei Notwendigkeit ins Krankenhaus eingewiesen. Und dann werden wir natürlich speziell den kurzen Weg nutzen und die Patienten bei uns in Radebeul im Krankenhaus einweisen, wo wir die Patienten dann auch operieren, behandeln und stationär weiter betreuen. Der Patient und dessen rechtzeitige und nahtlose Behandlung stehen bei dem Modell, was man in Radebeul geschaffen hat, im Fokus. Für den Chirurgen Dr. Jaroslav Pürk mit Schwerpunkt Unfallmedizin und Orthopädie eine vorteilhafte Verbindung, die entstandene Versorgungslücken schließt. Das entlastet die anderen Kollegen, die hier tätig sind. Wir wissen, dass Ärztemangel da ist. Das heißt, wir versuchen auf diese Weise, die Kollegen zu entlasten, die Wartezeiten zum Arzt verkürzen. Und entlasten wir auch unsere ambulante Sprechstunde im Krankenhaus, wo wir wirklich die selektionierten Patienten, die explizit eine stationäre Behandlung brauchen, aussuchen. Für Robert Elfers, den Chefarzt der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Elbland-Klinikum Radebeul, ist die ambulante Behandlung eine neue Herausforderung. In der Praxis hat er sich bereits eingearbeitet, was für den erfahrenen Arzt kein Problem darstellte. Die Herausforderung sagt schon das Ganze. Ich bin Klinikmediziner, bin also Chefarzt im Krankenhaus und übernehme jetzt hier die Verantwortung für eine ambulante medizinische Versorgungseinheit. Das heißt, wir verknüpfen Ambulantes mit Stationären, ohne dort die Grenzen zu überschreiten. Es gibt gesetzliche Grenzen, die das entsprechend vorschreiben, wie man arbeiten muss. Das Schöne für mich ist, dass ich beide Aspekte bedienen kann. Ich stamme aus einer Hausarztpraxis, habe also von klein auf diese Sachen mitbekommen, wie das laufen muss. Und das ist natürlich jetzt hier die Herausforderung, das hier umzusetzen und unsere Patienten bestmöglich zu versorgen. 4 Spezialisten auf dem Gebiet der Proktologie, Gefäßchirurgie, Notfallmedizin, der speziellen Unfallchirurgie und der speziellen orthopädischen Chirurgie in der chirurgischen Praxis und die unmittelbare Nähe zum Klinikum und dessen Infrastruktur schaffen in Radebeul mit seiner Nähe zu Dresden eine nahezu optimale chirurgische Versorgung.